Ja, ganz toll ist es. Und viele Kinder da, die Zieler Tradition sich angekocht haben, die Sagenwanderung, der Auer zur Ruine Frankenstein, ist eine ganz spannende Geschichte und ganz eine lebendige Geschichte. So viele Kinder, die da sind, mit anhochen das Ganze, die Geschichte von der Burg und vom Schloss Frankenstein. Ganz eine bärige Geschichte, ja. Genau, das ist ja spannend, dass eben etliche Kinder zum ersten Mal da sind, die das da genießen und sich anschauen können, einen Blick innen in den Dom rein, von Urine und Ausnummer, also die ganze tolle Situation da oben anschauen und den Blick auf den Ort rein und das Ganze richtig mitnehmen. Da ist einmal dünn. Es sind Stühle drin und eine Bank. Frankenstein, es gibt keine. Keine Gespenster? Was der macht? Ist wo eingraben. Ja. Und mit wem teilst du denn dann? Mit alle. Krapfen, Apfel und Orangen. Sagt mir dann noch beides geschmeckt. Der Ritter was nix kann. Das bin ich. Die Kaiser Maximilian Sage und die mit dem Schatz, wo der Teufel kommt und so bevor sie den Schatz finden und dann kommt der Teufel und der sagt dann, also der schreit dann laut und dann lassen sie die ganzen Pickel und das fallen, die Werkzeuge und dann rennen sie aus und die Geschichte heißt der eifersüchtige Teufel.